Wir starten auf Hochdeutsch. Ich begrüße Sie zur Medienkonferenz nach dem Spiel. Gratuliere Jerry Seana und seiner Mannschaft zum 13. Saisonsieg und bitte gleich unseren Gast, Herrn Dionisio, um seinen Kommentar. Comme d'habitude, s'il vous plaît, votre commentaire après le match. Bonsoir à tous. FC Sion, il est venu à ce match pour faire continuer son travail qu'on a fait les premiers deux matchs. On n'a pas bien entré au match. L'équipe, elle avait beaucoup de respect positif, pas dans le sens négatif, mais elle a trop respecté notre adversaire. On devrait faire un pressing plus agressif dans les zones des côtés, dans les latérales et plus les ailiers, pour ne pas laisser que les joueurs extérieurs d'IB, les centres. On avait bien étudié l'adversaire, mais au début, on a laissé trop d'espace. Et là, il a sorti beaucoup des centres, beaucoup des occasions. D'IB, il sortait toujours dans les autres couloirs. L'équipe, elle a trop baissé, on a reculé. Et tous les moments qu'on avait l'hypothèse de monter les lignes pour presser haute, IB l'a bien contrôlé, il a fait tourner bien les ballons entre ses arrières centrales. Des fois, même avec les gardiens, on n'arrivait plus à presser haute et à récupérer les balles. Les buts, il nous a mis un peu à tête en bas. Depuis 20-25 minutes, on s'est retrouvé à avoir un petit peu plus de possession de balles. L'équipe, elle a gagné un peu de confiance. C'était ça, les plans du jeu. On devrait faire depuis le début ça. Après les occasions qu'on a, l'équipe, elle n'a pas profité. Et aujourd'hui, il faut réfléchir sur ça. Il faut être plus agressif et plus déterminant dans les occasions qu'on a. Parce que ça ne sert à rien de construire et avoir des occasions si on n'arrive pas à mettre au fond. Merci. Jerry, wie fällt deine Bilanz nach 95 Spielminuten aus? Zuerst einmal Gratulation der Mannschaft für die Leistung heute. Es ist immer das Ziel, nach einer Niederlage eine Reaktion zu zeigen. Das hat sie heute geschafft, indem wir zu Null spielen. Wir haben sehr solidarisch und sehr kompakt und auch aggressiv gegen den Ball verteidigt und so sehr wenig zugelassen. Das ist die Basis, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben im Vergleich zum Spiel in Luzern auch offensiv bessere Kombinationen, mehr Lösungen gehabt, haben es aber verpasst, das zweite Tor zu erzielen. Es wäre sicherlich möglich gewesen mit den Torchancen von Jean-Pierre und. Sion hat Qualität in der Mannschaft, hat einige sehr, sehr gute Individualisten, wo jederzeit etwas provozieren können und so haben wir am Schluss noch gezittert. Trotzdem bin ich glücklich und darum Gratulation der Mannschaft, dass wir zu Null gespielt haben. Besten Dank und jetzt bitte Ihre Fragen. Benny Brunner. Herr Sioane, 1-0 ist immer knapp, aber kann man sagen, dass er den Fokus so ein bisschen darauf gerichtet hat, realistisch zu spielen und auch ein bisschen vorsichtiger und vielleicht ein bisschen an Schwung zu verlieren, dafür zu gewinnen? Pardon. Ja, die letzten 10, 15 Minuten schon, wollten wir mehr kontrollieren. Ich finde aber, in der ersten Halbzeit hat es viele Umschaltmomente gegeben, wo wir mit ein bisschen mehr positiver Aggressivität und Entschlossenheit das zweite oder das dritte erzielen könnten. Ich glaube, auch zweite Halbzeit haben wir schon nach einer, zwei Minuten eine große Torchance mit Ensame. Aber ist klar, es braucht immer eine Balance. Wir sind eine Mannschaft, die viel den Ball hat, die versucht, über die Flügel, aber auch mit Flanken oder durchs Zentrum anzugreifen. Und da braucht es auch eine Balance, dass du dem Gegner keine Konterchancen gewährst. Wir sind hinten oft 2 gegen 2 gestanden, das ist ein großes Risiko gegen schnelle Spieler, aber wir haben diese Konter sehr gut kontrolliert. Weitere Fragen oder Question? Vielleicht noch ein Satz zum Debüt von Löffach, der zum ersten Mal gespielt hat. Man hat gesehen, wie seine Ruhe im Spielaufbau, gute Spielauslösung, mit der nötigen Persönlichkeit. Es ist sicher nicht selbstverständlich, nach nur 4-5 Tagen schon so eine gute Leistung abzuliefern. Er war auch gegen den Gegenspieler sehr aggressiv und bissig. Aber wir müssen sicher noch
an der Integration arbeiten, weil es ist nicht das Gleiche zu trainieren wie auch zu spielen. Er wird die Spieler besser kennenlernen. Ich finde, er hat ein gutes Debüt gegeben, auch mit Fabian Lustenberger ein sehr gutes Duo formiert. Weitere Fragen? Ja. Peut-être un mot sur la blessure de Tchourou. C'était décisif pour la manière de jouer après. Oui, bien sûr. Tchourou, ça nous donne beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience derrière, même pour la conservation des balles. Mais comme Mbamer, il a bien entré au match. Même si on sait que les attaquants de Ibé, ils ont beaucoup de qualité, ils sont combatifs, ils sont agressifs, mais Mbamer, il s'est bien battu. Rien à dire par rapport à ça. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank. Ich wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Heimreise. Wir sehen uns wieder am 29. Februar, Ibe gegen FC Zürich. Schönen Sonntag.